So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar haben wir hier zwei Tees, einen roten und einen grünen, und das sind ganz besondere Tees, denn die sind in so einer komischen Packung drin. Ich weiß gar nicht, wie man die jetzt genau nennt. Da steht Puerto Made, Terre Lemongrass und Terre Granada. Was das genau ist, muss ich mir eigentlich selber mal angucken. Ihr wisst, oder ihr wisst es auch nicht, keine Ahnung, hier steht Cold Brew Made Eistee mit Zitronengras. Warum das jetzt Eistee mit Zitronengras deutsch ist und Cold Brew Made nicht deutsch ist, beziehungsweise Made ist vielleicht sogar deutsch, Made-Tee, Mate-Tee, aber Cold Brew, oder ist das so ein eingetragener Begriff? Da steht auf jeden Fall das Original aus Südamerika, ja? Terre ist ein kalt aufgebrühter, kalorienarmer und anregender Tee aus den Blättern der Maidpflanze. Terre ist mehr als ein Wachmacher. Insbesondere in Paraguay, Argentinien und Brasilien wird der kalte Maid-Tee gerne in einer geselligen Runde getrunken, um sich zu erfrischen, energetisieren und gleichzeitig Freundschaften zu pflegen. Wenn ihr auch neue Freunde sucht, dann presst euch auf jeden Fall den Puerto Made rein. Gibt's im, ich weiß es gar nicht, gab's irgendwo, weiß jetzt leider nicht mehr, wo der her ist. Auf jeden Fall mit Zitronengras und der andere mit Granatapfel. Der sieht sehr gefährlich aus, der sieht nicht so gefährlich aus, also nehmt euch den gerne mal mit. Wir probieren jetzt erstmal den mit Zitronengras. Machen das ja auf. Ich weiß nicht, ob man das vorher hätte schütteln müssen. Habt ihr auch schon mal Made-Tee probiert oder getrunken? Trinkt ihr das gerne? Habt ihr das von Puerto schon mal? Müssen wir mal gucken, wie das schmeckt. Ob es für eine gesellige Runde ist oder ob es einfach nur schmeckt wie Zitroneneistee. Kann natürlich auch sein. Gut, was sie nicht wussten, ist, dass ich vorher... dass ich vorher natürlich gerade einen Muffin gegessen habe, der einfach nur richtig süß war. Und wenn ihr das danach probiert, das ist ja so bitter, so herb, dass... Oh, da merke ich gar nicht, dass da Zitronengras oder irgendwas dran ist. Also Zitronengras, das wäre ja am wenigsten sauer, aber das ist einfach nur extrem bitter, was sicherlich durch diesen Made-Mate-Tee herkommt. Leute, die das gerne mögen, finden den bestimmt richtig dope. Für mich zum Trinken erstmal voll die Abschreckung. Aber wir haben ja noch Granatapfel. Und vielleicht macht das Granatapfel jetzt besser. Vielleicht ist der nicht so schlimm und hat einfach einen besseren Geschmack. Wir machen den jetzt auf. Aber oh, der riecht auf jeden Fall nach Kotze. Also der andere hat richtig muffig gerochen. Der, wenn ihr reinriecht, ihr denkt wirklich... euch hat jemand ins Bett geschissen, also... aber probieren, vielleicht ist das Granatapfel genau das, was wir jetzt brauchen an einem kühlen Sonntagabend zur Erfrischung. Nee, der schmeckt genauso herb und bitter. Und nach Wasser. Wenn ihr also gerne Wasser trinkt, was richtig bitter im Nachgeschmack ist und herb, dann gönnt euch auf jeden Fall den Puerto Made. Kann ich also empfehlen, für die harten Leute unter euch, da mal eine Trink-Challenge zu machen. Kauft euch zwei Packungen, füllt die in ein großes Glas, trinkt die auf Ex. Dann seid ihr auf jeden Fall der King on the Road. 500 Milliliter, das heißt insgesamt wären das 1 Liter. 1 Liter Puerto Made, also ist leider gar nicht meins. Wenn ihr das kennt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.